Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Das ist das erste Online-Seminar im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, Sie sind alle gut hineingekommen und hatten einen guten Start. Das Seminar heißt Arabische Dialekte unterrichten mit Social Media, Fernsehserien und Podcasts. Organisiert von der Expo Lingua und der Katzer Foundation International. Mein Name ist Sebastian Schattenmann von der Expo Lingua. Ja, wahrscheinlich kennen mich jetzt einige mittlerweile schon. Das ist nicht das erste Mal. Und wir dachten, wir starten ins neue Jahr mit einem Thema, das von ganz verschiedenen Seiten für uns ganz besonders interessant ist. Zunächst mal, natürlich, Social Media, Videos, Filme sind ganz wichtig, klarerweise in der Lebenswelt unserer Schüler und Schülerinnen. Daher immer wieder die Frage, was bedeutet das für uns als Lehrer und Lehrerinnen? Wie können wir diese Medien sinnvoll eben auch im Unterricht nutzen? Das ist das eine. Aber zweitens, gerade im Arabischunterricht sind diese Fragen nochmal besonders wichtig, denn in Filmen, in Videos, in Instagram-Stories, da finden wir die arabische Sprache, wie sie in Wirklichkeit gesprochen wird. Das heißt eben in den verschiedenen Dialekten. Und das heißt, durch diese Medien können die Schüler und Schülerinnen verschiedene Dialekte kennenlernen, ein bisschen hineinschnuppern und auch einen Eindruck gewinnen, wie sich diese Dialekte untereinander und auch wie sie sich vom modernen Standardarabisch unterscheiden. Das alles sind ja super spannende Fragen und natürlich aber auch, das werden Sie wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Erfahrung auch wissen, große oder ist mit großen Herausforderungen verbunden. Wir müssen als Lehrer und Lehrerinnen die richtigen Materialien finden. Das ist schon mal der erste Schritt. Wir müssen sie anpassen auf die Unterrichtssituation, auf den Lehrstoff, wo wir gerade sind, auf das Level der Schüler und Schülerinnen, die wir unterrichten. Und natürlich, last not least, das Ganze soll praktisch umsetzbar sein. Das heißt auch ganz, ganz konkret, es soll auch nicht zu viel Zeit und zu viel Arbeit in der Vorbereitung kosten. Alles ganz wichtige Fragen und ja, wir freuen uns sehr, dass wir Frau Paula Rötscher heute bei uns haben, die uns ihre Tipps, ihre Ideen und Materialien vorführen wird. Vielen Dank hier schon mal an dieser Stelle an dich. Und ja, wahrscheinlich kennen auch schon sehr viele Frau Rötscher. Sie ist Lehrerin an der Salzmann-Schule Schnepfenthal und auch Arabisch-Dozentin an der Universität Erfurt. Paula, du hast das Wort. Viel Spaß und Vielen, vielen Dank, Sebastian, für die ganz, ganz nette Einleitung. Und Sebastian hat auch schon ganz viele wichtige Aspekte erwähnt, auf die ich genauer eingehen möchte in meiner Präsentation heute. Ich werde zu dem Zweck meine PowerPoint teilen. Und ich hoffe, dass das gleich klappt. Einen Moment. Und wenn es Probleme gibt, dann einfach in den Chat am besten schreiben, dann hat das Sebastian im Blick. Aber ansonsten hoffe ich, dass gleich jeder im Großformat alles sieht, was ich hier teile. Und zwar, wie schon gesagt wurde, es soll heute darum gehen, wie wir die arabischen Dialekte unterrichten können im Unterricht mit unter anderem sozialen Medien, Fernsehsendungen, Podcasts, Talkshows. Und ich habe einige konkrete Beispiele vorbereitet aus meinem eigenen Unterricht. Ich hoffe, dass für Sie heute die Veranstaltung sehr praxisorientiert ist, sehr anwendungsorientiert und dass jeder etwas direkt mitnehmen kann für seinen eigenen Unterricht. Und Sebastian hatte erwähnt, wir wollen auf verschiedene Dialekte eingehen. Mein bevorzugter Dialekt ist Jordanisch, weil ich den am besten selbst beherrsche und auch unterrichte hauptsächlich. Deswegen sind viele Beispiele aus diesem Sprachraum genommen. Aber ich denke, dass die Übungen, die damit verbunden sind und meine Vorschläge für konkrete Einsätze im Unterricht, dass die auch anwendbar sind, ganz leicht mit jeglichen anderen Dialekten, die Sie vielleicht unterrichten wollen. Und ja, wie gesagt wurde, ich bin Lehrkraft an der Salzmann-Schule Schnepfenthal. Und nur kurz zum Verständnis, also ich unterrichte dort Arabisch als Fremdsprache für Schülerinnen der 6. bis 12. Klasse. Also ich habe noch relativ junge Kinder teilweise im Unterricht und dann habe ich aber auch junge Erwachsene. Und ich bin Dozentin für Arabisch an der Universität Erfurt. Meine Studierenden sind dort hauptsächlich im Bachelorstudiengang, aber es sind auch immer ein paar ältere Studierende mit dabei, die schon im Master sind. Und an der Universität Erfurt ist es so,
dass wir parallel Hocharabisch und Dialekt unterrichten. Also dort mache ich wirklich mehr oder weniger 50-50 beides. Also beides hat da gleiches Gewicht und nimmt auch im Unterricht gleich viel Zeit in Anspruch. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit einem ersten Beispiel, und zwar in dem Bereich soziale Medien. Und ich möchte den Fokus auf Instagram legen. Und ich denke, dass die meisten von uns damit vertraut sind. Wer Instagram nicht kennt, nur kurz zur Beschreibung, das ist entweder eine App auf dem Handy, es gibt es auch als Website, aber die meisten Leute benutzen das, denke ich, auf dem Smartphone. Und Sinn und Zweck von Instagram ist, dass man entweder Bilder oder Videos teilt. Und oftmals ist es so, dass die Leute, die ein Bild oder ein Video teilen, dann darunter oder daneben noch einen kleinen Post schreiben. Und es gibt auch dieses relativ neue Feature Stories. Das ist quasi ein Live-Video. Die sind meistens relativ kurz. Und was man vielleicht wissen müsste, wenn man mit Instagram noch nicht so vertraut ist, die Posts, die Videobeiträge oder Bilder sind, die bleiben oft länger da. Also die kann man sich sehr, sehr oft und auch über einen längeren Zeitraum hinweg anschauen. Die Stories sind dann aber nach einer gewissen Zeit weg. Und Instagram ist bei mir im Unterricht wichtig, weil von der 6. bis zur 12. Klasse benutzen eigentlich alle meine Schüler Instagram. Für sie ist das eigentlich das soziale Medium, das sie ja am interessantesten finden, am relevantesten finden für ihr eigenes Leben. Manche von uns, also ich denke, einige der Sachen, die ich jetzt erwähne, wären auch auf Facebook denkbar. Aber Facebook ist zum Beispiel bei meinen Schülern schon gar nicht mehr relevant und würde nicht wirklich gut ankommen, wenn ich das im Unterricht anwenden würde. Aber das muss man dann, glaube ich, auch einfach selbst einschätzen, denn man kennt ja seine Gruppe am besten. Und was ich an Instagram super finde für den Unterricht ist, wenn jemand einen Post schreibt im Dialekt, und es ist jetzt erstmal egal, welcher Dialekt, und selbst wenn meine Schüler kaum Kenntnisse haben dieses Dialekts, dann haben sie oft durch das Bild oder das Video sofort eine visuelle Einführung in das Thema. Also selbst wenn dann nur ein Foto ist und ein kleiner Post daneben, dann ist es oft so, dass meine Schüler sich das Bild anschauen können und schon mal überlegen können, worum wird es jetzt vermutlich gehen. Und das hilft einfach, sich darauf einzustellen, auf das, was jetzt kommt, inhaltlich. Dann, und das sehen wir gleich an einem konkreten Beispiel, ist es oft so, dass die Posts fast durchgängig im Dialekt geschrieben sind, auch die Kommentare darunter. Und das heißt, man hat ganz viele Beispiele für verschrifteten Dialekt. Und ich denke, wir alle wissen, dass es kann schwierig sein, Ressourcen zu finden, um den Schülern zu zeigen, so und so sagt man dieses Wort im Dialekt, aber so und so würde man es dann schreiben. Und dass man auch Material hat, mit dem man vergleichen kann. Man kann dieses eine Wort so schreiben oder so schreiben oder so schreiben. Und bei den Videobeiträgen, und das sehen wir gleich nochmal genauer, ist es auch idealerweise so, dass der Inhalt des Videos im Dialekt dann auch nochmal verschriftet ist direkt daneben, dann hat man fast schon wie eine Art Transkript und die Schüler können gleichzeitig arbeiten mit gesprochenem und geschriebenem Dialekt. Und wie gesagt, das mehrmalige Ansehen von vor allem den Posts ist sehr nützlich, weil die Schüler dann nicht den Zeitdruck haben, das sofort irgendwie aufnehmen und verstehen zu müssen, sondern können in ihrem eigenen Tempo sich das immer wieder anschauen und durchlesen und nochmal anhören, je nachdem. Und ich möchte auf eine Person auf Instagram eingehen, und zwar Lizzie. Und Lizzies Profil heißt American Kahua. Und sie selbst ist Amerikanerin und lebt seit einiger Zeit in Jordanien und hat Arabisch auch als Fremdsprache gelernt. Also sie ist nicht Muttersprachlerin, beherrscht aber mittlerweile den jordanischen Dialekt mehr oder weniger auf muttersprachlichem Niveau. Und alle ihre Beiträge, ob das jetzt Videos oder nur geschriebene Posts oder Stories sind, sind typischerweise im jordanischen Dialekt. Und das Erste, was ich super finde an Lizzie, ist, dass sie selbst als Instagram-Persönlichkeit sehr motivierend ist für meine Schüler, weil sie eine Nicht-Muttersprachlerin ist, die es bis zu diesem Kenntnisstand des Arabischen geschafft hat. Sie ist jung, also sie ist Ende 20, Anfang 30. Das heißt, ihre Inhalte sind auch durchaus relevant für die Lebensrealität meiner vor allem älteren Schüler und auch meiner Studierenden. Und wie man sieht, bei Lizzie ist es durchgängig so, dass sie, wenn sie ein Foto postet, dann hat sie rechts daneben eine Beschreibung im jordanischen Dialekt und hat dann darunter eine Übersetzung auf Englisch.
Und eine Möglichkeit, mit so einem Post sinnvoll zu arbeiten, wäre, dass ich diesen meinen Schülern gebe und erstmal ohne Übersetzung. Also die Übersetzung wäre an dieser Stelle weg, sondern sie würden nur den jordanischen Teil hier oben sehen. Und selbst wenn meine Schüler jetzt eigentlich fast gar keine Kenntnisse haben im Dialekt, dann würde ich sie trotzdem bitten, sich das durchzulesen und auf Basis ihrer Hocharabisch-Kenntnisse so viel wie möglich erstmal zu verstehen. Und das würde hier sehr gut funktionieren. Ich denke, das sehen wir. Also gerade schauen wir erstmal in die erste Zeile. Das sind alles Begriffe, die meine Schüler auch schon kennen würden und die sie verstehen können. Und dann würden sie selbst durchgehen und dann würden sie einige Vokabeln entdecken, die sie genauso aus Hocharabisch kennen und können sich dann schon mal ein Bild davon machen, was hier ausgedrückt wird. Und im nächsten Schritt würde ich meine Schüler bitten, und um das zu illustrieren, nehme ich jetzt mal den virtuellen Stift und ich hoffe, man kann das gut sehen, einiges zu unterstreichen, das ihnen auffällt. Entweder weil sie denken, dass sie wissen, was es heißt, aber trotzdem verwirrt sind, warum es so geschrieben ist, wie es da steht, oder weil sie etwas entdecken, das sie noch nie gesehen haben und sich überhaupt nicht erklären können, was das sein soll. Und da könnten hier einige Beispiele mal rausgreifen. Zum Beispiel Zeile 2 könnte ich mir vorstellen, dass meine Schüler dieses Wort unterstreichen würden, Jekun, weil sie das Verb an sich, Jekun, aus Hocharabisch auf jeden Fall kennen, aber an dieser Stelle vielleicht noch nicht wissen, warum da vorne ein Verb dran ist. Das gleiche mit dem Verb Bachaf, auch da könnte ich mir vorstellen, dass sie das Verb an sich vielleicht erkennen, sich aber über das Verb wundern und genauso hier befolgt. So, und dann hätten wir schon mal ein Level von Wörtern, an dem wir diese Regelmäßigkeit illustrieren können, dass das Verb an Verben in der Gegenwart vorne dran steht und dann je nach Zeit oder Kenntnisstand kann man das dann vertiefen oder auch einfach erstmal so lassen und will einfach nur, dass die Schüler diese Info mitnehmen und sich nicht wundern, wenn sie Verben sehen, die sie so kennen und aber trotzdem mit Verb zuvor. Dann könnte man weitergehen und könnte nach Wörtern schauen, die im Dialekt dem hocharabischen Wort ähnlich sind, aber nicht genau gleich. Also wir hätten hier mehrere Beispiele. Nehmen wir mal das Wort wohnen und nehmen wir hier unten vielleicht ein zu. Und es kann natürlich sein, dass meine Schüler beim eigenen Lesen darauf kommen, was dieses Wort bedeutet. Es kann aber auch sein, dass sie nicht darauf kommen, weil sie die Schreibweise verwirrt und sie das noch nie so gesehen haben. Und dann kann ich jetzt erklären, okay, Hohn ist das gleiche wie Hunna und Entu ist das gleiche wie Antum. Und dann wird ja sofort die Verbindung entstehen für meine Schüler, die dann merken, ach ja, okay, das Schriftbild ist nur ein bisschen anders und das Wort ist nur ein bisschen anders. Aber das sind so einfache Vokabeln, die können sie ganz leicht mitnehmen. Und dann könnte man weitermachen und könnte schauen, was sind Wörter, die wirklich typisch für den Dialekt sind, die wir so auf Hocharabisch eigentlich noch nicht gesehen haben und nicht verwendet haben. Und da könnte man rausgreifen vielleicht das kleine Wörtchen Lamma und vielleicht auch hier Misch und könnte einfach die Funktion erklären, könnte auch erklären, was ist das äquivalente Wort auf Hocharabisch. Die Schüler könnten sich eine Vokabelliste anfertigen, also hocharabische Vokabel, die ich schon kenne und jetzt die neue Dialektvokabel dazu, die ich gerade gelernt habe. Und so kann man, je nachdem, wie tief man das behandeln möchte oder auch nicht, können die Schüler hier einfach nur die Information zu dem Verb an den Verben mitnehmen. Sie können aber auch gleich mehrere Vokabeln mitnehmen. Wir können auch darüber sprechen, dass zum Beispiel das Wort Antu, das also Lizzie hier mit Alif und Hamza oben schreibt, also das ich kenne es zum Beispiel als Intu, da wäre das Hamza hier unter der Zeile. Das heißt, man hätte hier auch mehrere Anhaltspunkte, um zu besprechen, es gibt kein 1:1 für das Verschriften der Dialekte unbedingt. Und vielleicht ein letztes Wort, auf das ich kurz hinweisen möchte, bevor wir zu einem anderen Beispiel gehen, ist dieses hier, Bustat. Und ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil ich diesen Post jetzt noch nicht verwendet habe im Unterricht, ob meine Schüler darauf kommen würden, dass das quasi das einzige arabische Wort Post ist, das sie aus dem Englischen kennen. Und ich denke aber, wenn man darauf eingeht, dann werden die Schüler das sehr interessant finden. Und werden sich auch öffnen dieser sozialen Mediensprache gegenüber. Also dass wir oft so typisch englische Wörter gerade aus dieser Medienwelt finden werden, die dann auf Arabisch verschriftet sind. Und dann haben sie einfach ein bisschen mehr dieses Bewusstsein, dass sie das vermutlich sehen werden in solchen Posts. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu einer zweiten Beispielgruppe, und zwar Podcasts. Und ich denke, wir wissen alle, die Welt der Podcasts ist unendlich groß.
Und es wäre super, also wenn dann später aus dem Publikum Beispiele kommen für andere Podcasts, die sich eignen, immer gern, dann können wir auch ein bisschen Austausch haben. Ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele ausgesucht, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und ich möchte nur eingangs sagen, was ich an Podcasts sehr, sehr gut finde, und das kenne ich von mir selbst als arabische Lernende, dass es ein sehr nützliches Medium ist für auditive Lerner, die relativ leicht überfordert oder abgelenkt von visuellem Input sind, also von Videos oder Sendungen. Also ich brauchte das immer für mich selbst, dass ich irgendein Medium zum Lernen habe, wo ich wirklich nur hören kann, und das ist meine einzige Verbindung zu dem, was da sprachlich passiert. Und ich habe auch manche Schüler, die mir die gleiche Rückmeldung geben. Also das kann man vielleicht so im Hinterkopf behalten, wenn man jemanden in der Klasse oder im Kurs hat, dem das sehr nützen würde. Und Podcasts, finde ich, sind vor allem gut anwendbar in Kombination mit Transkripten. Und ich möchte dann gleich Podcasts zeigen, die für Lernende gedacht sind, wo die Transkripte schon vorbereitet sind. Aber wenn man jetzt einen anderen Podcast hat, den man gerne mit in den Unterricht bringen möchte, dann kann man als Lehrkraft auch selbst das Transkript erstellen. Das braucht dann einfach mehr Zeit. Und Podcasts, finde ich, sind auch sehr wichtig, weil es typischerweise so ist, dass das Gespräch nicht so gestellt und nicht so strukturiert ist wie in anderen Formaten, sondern es ist sehr natürlich, es ist authentisch und es ist auch oft gefüllt mit Denkpausen, mit Atempausen, mit Füllwörtern, mit angefangenen Sätzen, die dann nochmal neu gesprochen werden. Also es ist auch einfach ein sehr natürliches Arabisch, an das man die Schüler dann damit gewöhnen kann. Und der erste Podcast, auf den ich eingehen möchte, nur ganz kurz, weil ich auch denke, dass viele den schon kennen, ist BBC Extra. Und also wer das kennt, weiß, es gibt da immer wieder neue Folgen, die sind mehr oder weniger eine Dreiviertelstunde lang zu ganz, ganz, ganz verschiedenen Themen. Und was ich richtig gut finde an BBC Extra ist die Tatsache, dass das Thema eingangs auf Hocharabisch beschrieben wird. Also die Hosts haben dann immer so, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Minuten, in denen sie erstmal beschreiben, worum geht es heute, auf Hocharabisch. Das heißt, selbst wenn meine Schüler mit dem Dialekt noch gar nicht so vertraut sind, dann können sie da sich erstmal auf das Hauptthema einstellen und auf Basis ihrer vorhandenen Kenntnisse schon mal einsortieren, okay, darum geht es heute in dieser Folge. Und dann ist es so, dass oft im Gespräch mit Leuten in diesem Podcast die Fragen auf Hocharabisch gestellt werden und dann aber die Antworten im Dialekt zurückkommen, was auch erstmal authentisch ist, einfach diese Mischung der beiden. Und so kann ich sicher gehen, dass meine Schüler in der Frage verstehen, also was wird gefragt. Das macht es ihnen dann leichter, die Dialektantwort einzuordnen und zu sortieren, was hat die Person jetzt als Antwort gegeben. Und bei BBC Extra gibt es noch ein Segment, das ich besonders nützlich finde für den Unterricht. Und zwar gibt es so eine Stelle, da können Zuhörer ganz kurze Sprachnachrichten einschicken. Also die sind vielleicht 10 Sekunden lang oder so. Und typischerweise sind die im Dialekt gesprochen. Und da geben sie ihre Meinung zu dem Thema ab. Aber das ist wirklich ganz kurz. Und man könnte, wenn man möchte, auch einfach nur diese winzig kleine Sprachnachricht da raussuchen aus der Podcast-Episode und könnte sich darauf konzentrieren mit den Schülern und könnte die auseinandernehmen. Was sind die einzelnen Wörter? Was wird hier gesagt? Was passiert von der Grammatik her? Das vielleicht auch transkribieren, damit das deutlicher wird für die Schüler. Und BBC Extra ist auch insofern relevant, also für uns alle, weil eigentlich alle Dialekte der arabischen Welt dort Beachtung finden. Ja, also ich glaube, wer sich das schon mal angehört hat, weiß, es sind Kommentare und Beiträge aus der gesamten arabischen Welt da typischerweise mit dabei. Und dann ein konkretes Beispiel für den jordanischen Dialekt wieder ist dieser Podcast, der heißt The Arabic We Speak. Also hier unten sieht man es auch nochmal und auch der Link dazu. Und der ist für Lernende gemacht. Also der ist extra so gedacht, dieser Podcast, dass die Episoden zeitlich und sprachlich so gemacht sind, dass Lernende auf verschiedenen Niveaus damit arbeiten können. Man sieht das hier oben in dem Screenshot, also hier steht Advanced in blau und es gibt eben verschiedene Levels, je nachdem, auf welchem Niveau meine Schüler schon sind mit dialektalen Kenntnissen. Und die Hosts sprechen sehr, sehr, sehr deutlich. Also nicht unbedingt langsam, sondern schon in angemessenem, natürlichem Tempo, aber sehr deutlich, sodass ich weiß, dass meine Schüler auch die einzelnen Wörter wirklich hören können und verstehen können, wo fängt ein neuer Absatz an, wo fängt inhaltlich ein neuer Übergang an.
Und das Gute an diesem Podcast ist, dass zu jeder Episode auch ein Transkript vorhanden ist. Also ich muss das nicht selbst schreiben als Lehrkraft, sondern ich kann es einfach herunterladen. Und ich habe jetzt mal als Beispiel diese Folge genommen. Da geht es um nachhaltigen Tourismus in Jordanien und in Wadi al-Mujib. Und man sieht hier das Transkript rechts und ich hoffe, es ist groß genug, dass alle das mitlesen können. Und da könnte man jetzt ähnlich wie bei dem Instagram-Post so arbeiten, dass man, je nachdem, wie tief man jetzt gehen möchte, überlegt, was sollen die Schüler mitnehmen und was will ich, dass sie raushören. Und der erste Schritt wäre zum Beispiel, dass ich überhaupt von meinen Schülern ja, verlange oder dass ich ihnen die Aufgabenstellung gebe, die Episode zu hören, die ist nicht lang, 3 Minuten, und mitzulesen. Das an sich ist ja schon eine große Leistung, dass sie überhaupt wissen, wo sind wir im Transkript, dass sie nicht komplett ihren Faden verlieren, sondern sie wissen, wir sind jetzt gerade da. Das ist schon mal der erste Schritt. Schritt 2, sie hören und unterstreichen Wörter, die sie kennen, bei denen aber die Aussprache ganz anders war. Und da würde ich zum Beispiel jetzt mal ganz banal erwarten, dass sie dieses Wort gleich am Anfang sich da notieren würden. Denn aus dem Hocharabisch-Unterricht wüssten sie auf jeden Fall, was Baucha bedeutet und dass man das auch so schreibt. Das würde sie nicht überraschen. Aber jetzt würden sie in der Episode hören, dass die Hosts sagen, vor. Und dann würde natürlich die Frage kommen, warum schreibt man das so, so wie ich das kenne? Und jetzt wird es aber ganz anders ausgesprochen. Und nur allein dieses kleine Wort kann ich ja jetzt als Anhaltspunkt nehmen, um zu erklären, dass typischerweise das Verkat, das auf dem Fa liegt, im Dialekt quasi verschwindet in der Aussprache und wir daraus ein langes O machen aus dem Wow. Und dass das Hof oft wie Hamza ausgesprochen wird. Und da hätten wir ja schon 2 wichtige Regelmäßigkeiten des jordanischen Dialekts illustriert, schon anhand dieses einen Wortes, das Sie da jetzt gehört haben. Und man könnte das jetzt im gesamten Text so machen, also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wer das jetzt mal überflogen hat, der sieht, es gibt hier typische Dialektausdrücke, es gibt auch ganz vieles, das wir aus Hocharabisch kennen. Da kann man entscheiden, wo möchte man den Fokus legen im Unterricht. Aber wenn ich jetzt mal hier runtergehe zu noch einem Beispiel, zu diesem Wort, auch da weiß ich, dass meine Schüler das Wort kennen und das als Mithla kennen, aus Hocharabisch. Und jetzt werden sie aber hören, dass der Podcast-Host sagt, Mittel. Und da kann ich ja jetzt auch erklären, typischerweise wird das Ver in der Aussprache zu T. Und dann kommt ja aber auch die Frage wieder auf, warum schreibt man das immer noch mit T, wenn man T spricht? Und dann kann ich auch darauf eingehen, man muss das nicht mit T schreiben. Es gibt auch Leute, die das im Dialekt dann mit T schreiben und die Schreibweise anpassen, ihre Aussprache. Und da hat man einfach eine tolle Kombination von Hören, verschrifteter Dialekt, besprechen, wie kann man das Wort schreiben. Ja, und also da gibt es viele, viele Anwendungsmöglichkeiten. Da kann man selbst als Lehrkraft entscheiden, wie tief möchte ich das betreiben oder auch nicht. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wenn man jetzt wirklich, also man könnte anhand dieses Textes wieder besprechen, dass da das Verben voransteht und warum ist das so und typische dialektale Wörter. Ich habe gesehen, hier ist auch Lasen mit drin und Misch wieder ganz oft und Shway. Und dann könnte man aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt wirklich, also meine Studierenden zum Beispiel, denke ich, wären auf einem Niveau, die würden das nachvollziehen und auch wertschätzen können, dass ich hier bespreche, warum an dieser Stelle beispielsweise Bichowif steht und was das eigentlich ist. Also dann könnten wir das auseinandernehmen, das ist ein Verb, nach Verbschirm 2, woran erkennen wir das, was drückt das normalerweise aus, was haben wir in Hocharabisch darüber schon gelernt und welche Funktion erfüllt das hier im Dialekt an der Stelle? Und wie kann ich von diesem einen Wort auf andere Regelmäßigkeiten schließen, wie vielleicht an der Stelle, an der ich ein Partizip erwarten würde oder ein Adjektiv, das durch so eine Form ersetzt wird. Und ich glaube, mehr als alles andere würde ich mir wünschen, dass meine Schüler einfach mitnehmen, ich habe in Hocharabisch viel gelernt und obwohl der Dialekt anders ist, kann ich trotzdem richtig viel daraus ziehen. Und ein zweiter Podcast, den ich nur kurz erwähnen möchte, ist dieser. Der heißt Real Arabic und ist aus dem Libanon. Also hier wird im libanesischen Dialekt gesprochen. Und man sieht das schon hier oben an den 2 Folgen, die ich ausgesucht habe. Inhaltlich sind das sehr komplexe Themen. Also das ist inhaltlich dann schon wirklich anspruchsvoll und, glaube ich, eher für ältere Schüler gedacht. Es geht zum Beispiel um den Bürgerkrieg im Libanon und um palästinensische Geflüchtete im Libanon.
Und auch Real Arabic hat immer zu jeder Episode ein Transkript dabei. Das kann man wieder einfach frei herunterladen. Aber ich muss dazu sagen, in dieser Sendung wird nicht so deutlich gesprochen, auch nicht so in, naja, für Lernende angenehmem Tempo wie in dem vorherigen Beispiel. Und die Transkripte sind deutlich länger und auch sehr voll. Also da müsste man selbst wissen, was wird meine Schüler vermutlich überfordern, was ist zu viel. Ich mache es dann oft so, ich suche eine Folge raus und nehme mir das Transkript und kürze das. Und dann mache ich daraus einen Lückentext, also wie man das hier unten sieht. Und ich lege da die Lücken an Stellen, entweder weil ich weiß, meine Schüler können das Wort heraushören und auch schreiben, oder weil es Wörter sind, also von denen ich denke, sie können sie heraushören, wissen aber vielleicht noch nicht, was sie heißen. Aber zum Beispiel ein Wort wie Misch oder Lazim, wenn es deutlich gesprochen ist, da kann ich annehmen, meine Schüler können das trotzdem schreiben, obwohl sie vielleicht noch nicht wissen, was das an der Stelle bedeutet. Und ich finde, solche Lückentexte sind gut, weil man als Lehrkraft quasi die Konzentration, also den Fokus der Schüler schon so ein bisschen bestimmen kann, damit sie nicht überfordert sind von allem, was gesagt wird, sondern ich kann schon so ein bisschen anleiten, was sollen sie wirklich hören, was ist hier an der Stelle wichtig für den Unterricht und für das, was wir heute mitnehmen wollen. Und dann würde ich an der Stelle gleich zum nächsten Beispiel übergehen, und zwar Talkshows, weil es da viele Ähnlichkeiten gibt in der Anwendung, würde ich sagen, zwischen Talkshows im Unterricht einbeziehen und Podcasts einbeziehen. Und zwar ist es bei Talkshows auch wieder so, dass man diese natürliche Mischung aus Hocharabisch und Dialekten oft findet. Es ist oft so, dass der Host der Talkshow auf Hocharabisch das Thema einleitet und Fragen stellt und dann aber die Gäste im Dialekt antworten. Talkshows behandeln ja bekanntermaßen oft aktuelle und auch teilweise kontroverse Themen. Das finde ich auch nicht irrelevant. Also es kann auch wirklich sehr wichtig sein, dass die Schüler dadurch Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Themen oder wirtschaftliche Themen oder politische Themen bekommen, dass sie größeres Bewusstsein für bestimmte kulturelle Aspekte entwickeln. Also das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass allein schon diese Funktion erfüllt wird. Aber wenn man jetzt wieder auf den sprachlichen Aspekt zurückkommt, dann ist es bei Talkshows ähnlich wie bei Podcasts so, dass die sich anbieten für Übungen mit Transkribieren, Lückentexte oder auch andere größere Unterrichtsaktivitäten, die darauf, was man gesehen und gehört und gelernt hat, aufbauen, wie zum Beispiel Debatten im Unterricht, die so ein bisschen dem Muster der Talkshow folgen. Und ich würde hier an der Stelle ein Beispiel erwähnen wollen, und zwar die Sendung Jaffa Talk. Ich denke, dass viele die kennen, denn sie wird auch von Deutsche Welle produziert und hieß früher Shabab Talk. Und da ist es so, es gibt volle Talkshow-Episoden, die sind lang, also so zwischen einer Dreiviertel und einer ganzen Stunde. Und entweder der Host hier links, also entweder ist er im Studio und die Gäste kommen zu ihm, oder er bereist verschiedene Städte in der arabischen Welt und trifft dort Leute. Und das sind meistens junge Leute und die Themen sind sehr aktuell, sehr ja, kontrovers. Da gibt es dann auch immer viele Diskussionen und eine Meinung und eine Gegenmeinung. Aber das ist gut, weil er wirklich alle arabischen Dialekte auch einbezieht. Also diese Folge, da ging es um Meinungsfreiheit in den Golfstaaten. Da war ganz viel Khaliji-Dialekt mit drin. Aber es gibt wirklich, wenn man sich das auf YouTube mal ein bisschen genauer anschaut, Folgen, die sich auf ja, aus dem Irak, aus dem Libanon, aus ganz vielen verschiedenen ja, Dialektgruppen. Und da würde ich es dann auch wieder so machen, man könnte hier einfach nur eine Stelle aussuchen in der Talkshow, vielleicht 30 Sekunden, und könnte als Lehrkraft sich die Mühe machen, das Transkript zu schreiben und entweder wieder ja, unterstreichen, was hören die Schüler, was ist ihnen noch unbekannt, was sind hier typische Dialektausdrücke, einen Lückentext draus machen, also alles, was wir eigentlich schon gesehen haben in den anderen Beispielen. Und was aber auch sehr, sehr gut ist an der Sendung, wenn man da auf YouTube schaut, dann gibt es nicht nur die vollen Episoden, sondern es gibt auch kurze Videos, wie das hier rechts unten. Also man sieht, das ist knapp 2,5 Minuten lang. Und das ist jetzt ein Video, da spricht eine Frau aus dem Libanon darüber, dass sie trotz Vollzeitarbeit nicht genug verdient. Und das Video ist komplett im libanesischen Dialekt. Und diese kleinen Videos haben aber immer schon automatisch einen Untertitel auf Hocharabisch mit dabei. Das heißt, man kann das sehr gut nutzen. Also das ist ja auch kein langes Video, also das schafft man auf jeden Fall zeitlich, das mehrmals sich anzuhören im Unterricht.
dass die Schüler mitverfolgen, erstmal den Untertitel, was können sie daraus verstehen, weil das auf Hocharabisch ist und weil sie da vermutlich einfach eine bessere Basis haben. Und dann macht man den Übergang zu, sie sagt an der Stelle aber das. Also das steht da geschrieben und ich weiß auch, was das heißt, aber sie sagt das. Also zum Beispiel hier steht Uridu an und sie sagt aber an der Stelle Bidi. Und selbst wenn das Einzige ist, was mein Schüler heute gelernt hat aus diesem Video, dass ich eben, um zu sagen, ich möchte oder ich will Bidi sage, dann ist das ja schon eine wichtige Information. Das ist eine wichtige Vokabel und die wird er oder sie jetzt wissen für andere Videos oder Kontexte im libanesischen Dialekt oder im Shami-Dialekt allgemein. Und also so kann man mit diesen Videos, mit den kurzen vor allem arbeiten, wenn man Vergleiche anstellen möchte zwischen Hocharabisch und zwischen den Dialekten. Und dann würde ich vielleicht zum Schluss noch auf Fernsehsendungen eingehen wollen. Und da habe ich von mir selbst als Lernende gelernt und dann auch als Lehrkraft gelernt, man darf vielleicht nicht zu hohe Erwartungen haben, was die Schüler da sprachlich wirklich mitnehmen werden. Denn ich glaube, wir kennen das auch alle von uns selbst. Irgendwann hat der Unterhaltungswert einfach Vorrang. Also bei mir war es ganz oft so, ich habe mir vorgenommen, mit einer Fernsehserie irgendwie Arabisch zu lernen, das zu vertiefen. Und relativ schnell war ich so in der Geschichte drin, dass mir das eigentlich viel wichtiger war, als mich auf die Sprache zu konzentrieren. Und habe dann selbst in meinen Jahren an der Uni und in der Schule einfach Untertitel eingeschaltet, nur damit ich einfach so schnell wie möglich weiß, was als nächstes passiert. Also das passiert, glaube ich, ziemlich leicht bei Fernsehserien und da sollte man vielleicht als Lehrkraft einfach realistische Vorstellungen und Erwartungen haben. Deswegen denke ich, das ist vielleicht was geeigneter ist für Lernende auf fortgeschrittenem Niveau, die auch ein bisschen aussortieren können und trotzdem sprachlich irgendwie was mitnehmen, obwohl sie in der Geschichte drin sind, die vielleicht auch einfach so die Selbstdisziplin haben, nochmal zurückzugehen, nochmal genauer zu hören, nochmal langsamer zu hören. Und das wirklich als sprachliche Übung zu betrachten. Aber in jedem Falle, denke ich, sind Fernsehserien auch eine gute Möglichkeit, um so Regelmäßigkeiten und Besonderheiten in bestimmten Dialekten einfach zu illustrieren und im Verständnis der Schüler zu festigen. Also wenn sie wissen, oder wenn wir schon mal darüber gesprochen haben, dass in ägyptisch-arabisch das Jim zu Gim wird. Wenn wir uns jetzt eine Folge angucken, eine ägyptische Serie, dann hören wir das so oft immer wieder in verschiedensten Wörtern, in verschiedensten Situationen, dass das einfach ein bisschen irgendwie reinsinkt und meine Schüler sich das wirklich verinnerlichen. Oder auch, wenn ich eine Serie, also wir hatten eine Serie aus Kuwait geschaut und da kamen ja immer die ganz einfachen Fragen so wie Keith Halich. Und meine Schüler wissen ja, wie man das schreibt und haben das sogar vor ihrem geistigen Auge. Und merken dann aber, okay, das Kaf wird an der Stelle als Tsch ausgesprochen und nehmen einfach das mit als Information zu diesem Dialekt und speichern das ab. Und wenn sie das nächste Mal was aus Kuwait zum Beispiel hören, dann wundern sie sich nicht mehr oder haben das schon mal zumindest angetroffen, dieses Phänomen. Und dann, je nachdem, wo man die Serie findet und verfügbar macht, kann man auch wieder Untertitel einschalten, vielleicht vor allem auf Hocharabisch, damit man wieder auf Basis der Hocharabisch-Kenntnisse arbeiten kann und schauen kann, was weiß ich, was hier laut Untertitel gesagt wird und was höre ich aber, was im Dialekt gesagt wird an der Stelle. Ja, und ganz zuletzt nur ein letzter persönlicher Vorschlag von mir, weil ich diese Serie sehr gerne mag. Oder es ist keine Serie, die Sendung, müsste man eigentlich sagen. Und zwar heißt die Smaktuha Mini und ist aus Jordanien. Das heißt, komplett im jordanischen Dialekt gesprochen. Inhaltlich auf jeden Fall relevanter für Schülerinnen der Oberstufe und Studierende, weil es viel um die Rolle der Frau geht, um auch Gewalt gegen Frauen, Frauen am Arbeitsplatz. Also das sind schon komplexere Themen. Ich glaube, die wären für jüngere Schüler jetzt nicht unbedingt geeignet. Und da muss man dann selbst entscheiden. Ich glaube, sprachlich muss man schauen, wie viel die Schüler da mitnehmen könnten. Das ist eine relativ schnell gesprochene Satire. Sendung, die sich eigentlich auch an Muttersprachler richtet und nicht an Lernende. Aber die Videos, und hier unten ist der Link auch zu dem YouTube-Kanal und man kann auch danach einfach auf YouTube gucken. Es gibt aktuell 10 Folgen. Die Folgen haben dann immer schon einen Untertitel mit drin. Da kann man entscheiden, ob man den auf Englisch will. Ich glaube, es gibt den sogar mit deutschem Untertitel, Hocharabisch, und da kann man dann auch wieder solche sprachlichen Vergleiche vielleicht anstellen. Ja, und das wäre es erstmal von meiner Seite und ich hoffe, dass wir jetzt einen guten Austausch treten können mit Fragen oder auch Rückmeldungen oder vielleicht hat auch anders jemand anders eine Ressource, die er uns mitteilen möchte im Chat. Und falls
nach heute Bedarf besteht, sich mit mir, mit mir Kontakt zu schließen, dann hier ist meine E-Mail-Adresse. Man kann mich auch auf LinkedIn finden. Und ich würde mich freuen über Followers auf meinem Instagram-Profil, das heißt die Arabischlehrerin. Und das ist nur dazu da, um schöne Beispiele aus meinem eigenen Unterricht zu teilen. Einfach Sachen, die meine Schüler gemalt haben oder gestaltet haben oder Aktivitäten, die ihnen viel Spaß gemacht haben. Dass wir vielleicht auch alle ein bisschen daran arbeiten, dass wir den Arabischunterricht ein bisschen präsenter machen in der deutschen Bildungslandschaft und miteinander teilen, was funktioniert gut bei uns und was könnte man mal ausprobieren in seinem eigenen Unterricht. Ja, vielen Dank, Paula. Das war wie immer eine reichhaltige Menge an Material und an vielen Ideen. Und ich möchte auch gerne jetzt alle Teilnehmer des Webinars nochmal aufrufen, sich zu beteiligen, Fragen zu stellen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit oder auch Ihre eigenen Erfahrungen, Ihre eigenen Ideen zu teilen. Ich sehe, jetzt tut sich auch einiges im Chat. Jetzt muss ich kurz den Überblick nicht ganz verlieren. Ich wollte vielleicht irgendwie in der Zeit, in der ich jetzt noch keine konkrete Frage sehe, kann ich ja vielleicht eine kurze Frage stellen. Das betrifft eigentlich deine Einschätzung, ab welchem Level würdest du denn die Dialekte mit hineinnehmen in den Unterricht? Also ich habe jetzt auch nur so ein bisschen gehört, es ist ja eine große Gefahr, dass man die Schüler auch überfordert damit, weil sozusagen eine weitere Stufe dazukommt. Aber würdest du das gleich von Anfang an machen oder relativ die Anfänger schon mitnehmen oder das erst ab einem späteren Level sozusagen? Wie ist da deine Einschätzung oder Erfahrung sozusagen? Ja, also das ist eine richtig wichtige Frage. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, was ich denke, was man machen sollte, sondern, also meine eigene Erfahrung ist die, dass ich in der Schule viele Jahre, also 3 Jahre am Stück, eigentlich nur Hocharabisch unterrichte und dann kommt der Übergang bei uns zu mehr Dialekt. Und das ist insofern gut, als ja, meine Schüler haben eine solide Basis und können sich viele Sachen erschließen. So, aber gleichzeitig ist der negative Aspekt, dass sie das Gefühl haben, sie haben jetzt 3 Jahre lang etwas gelernt und jetzt kommt was ganz Neues und wundern sich, warum das jetzt auch noch kommt. Was an sich einfach auch sehr, also das braucht ja auch wieder sehr viel Zeit, um selbst die einfachsten Begriffe sich zu merken und den Satzbau teilweise anzupassen im Dialekt. Also das kann man vielleicht gar nicht so pauschal sagen, denn zum Beispiel in der Universität ist es so, da müssen wir, also das ist so vorgeschrieben intern, dass wir ab dem ersten Tag, ab der allerersten Arabischstunde sowohl Hocharabisch als auch Dialekt parallel unterrichten. Also mit meinen Studierenden, die ich jetzt seit 3 Semestern kenne, ist das so, dass sie vom ersten Tag an immer beides gelernt haben. Jeden Ausdruck, den wir gelernt haben, haben sie sowohl auf Hocharabisch als auch im Dialekt gelernt. Und das klappt viel, viel besser, als ich mir jemals gedacht hätte. Also ich hatte die Befürchtung, dass ich als Lehrkraft überfordert bin, das überhaupt parallel zu betreiben und dass meine Studierenden überfordert sind, das alles aufzunehmen. Und es klappt unglaublich gut, weil sie auch im Kopf gut trennen können. Ich spreche im Dialekt, aber ich versuche auf Hocharabisch mich schriftlich auszudrücken, dass sie Lesetexte typischerweise auch Hocharabisch haben, dass sie aber oft, wenn wir Hörtexte und Videos haben, dass die im Dialekt sind. Also irgendwie ist da automatisch eine sehr gute Trennung entstanden, sodass sie das sehr gut aufnehmen und jetzt kommen wieder die Semesterprüfungen, da werden sie auch beides machen. Also sie werden eine Prüfung auf Hocharabisch machen und einen Dialekt und die Erfahrung zeigt eigentlich, bis jetzt hat das immer gut geklappt. Faszinierend, das ist wirklich unglaublich. Also diese sozusagen irgendwie Komplexität sozusagen, die dann da nochmal ins Spiel kommt. Vielleicht noch, es gab jetzt nämlich in der Zwischenzeit ein paar Meldungen. Ich glaube zum Beispiel, diverse Dialekte gleichzeitig wird hier von der Frau Kleinhaus erwähnt. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit. Ich meine, sozusagen, wenn man das Thema Dialekte eröffnet, dann eigentlich welchen Dialekt oder wählt man einen aus, wenn ja, welchen oder gleich verschiedene? Aber ist das dann nicht nochmal ein Level der Überforderung zusätzlich? Ja, das ist eine schwierige Frage auch wahrscheinlich, ja. Nee, ist auch eine sehr, also gute und berechtigte Frage. Ich kenne es von mir nur so, also dass ich mehr oder weniger nur den jordanischen Dialekt, aber natürlich mit Hinweisen auf Syrisch und Libanesisch, weil es auch viele Gemeinsamkeiten gibt, unterrichte. Aber dann muss ich auch sagen, in der Uni ist es manchmal so, dass wir gelegentlich uns auch an den ägyptischen Dialekt rantasten. Das hat aber unterschiedliche Levels von Priorität dann. Also dann
weiß ich, meine Studierenden wissen viel mehr im jordanischen Dialekt und wissen aber ein paar von den grundlegenden Sachen jetzt auch schon im ägyptischen Dialekt. Also, dass man das ein bisschen stufenweise betreibt. Ich glaube, sonst wäre es tatsächlich überfordernd, wenn ich immer die gleiche Vokabelkenntnis und das gleiche Level auf allen Dialekten erwarten würde. Und BBC Extra habe ich nur erwähnt, weil das könnte ja vielleicht auch nur mal für eine informative Stunde oder Woche ein Anhaltspunkt sein. Da muss man natürlich viel Vorbereitung machen als Lehrkraft. Das stimmt schon, dass man den passenden Teil da findet in dieser Folge. Aber da kann es wirklich so sein, dass man durch diese Mischung der Dialekte einfachste Ausdrücke sofort hat, quasi am Stück, also innerhalb einer oder zwei Minuten, dass man das hört von jemandem aus dem Irak und dass man das hört von jemandem aus Jordanien und so. Und dann, ja, aber die Frage ist berechtigt, inwiefern man das wirklich umsetzen kann. Ich meine, der Unterricht ist auch zeitlich begrenzt. Aber das kann, also das ist einfach nur, damit wir eine Fülle an Materialien haben, weil die auch schwer zu finden sind. Und wenn man sie einmal hat, dann kann man sich irgendwann auch mal anders die Zeit nehmen und sich das nochmal genau anhören als Lehrkraft und nochmal mitschreiben und denken, okay, hier ist eine gute Stelle. Aber ja, Frau Krenzel, mit Ihrer Frage. Ja. Es hätte auch gleich dann noch weiter sozusagen die Frage ein bisschen präzisiert, beziehungsweise noch weiter ausgedeutet. Also vorrangig, es geht vorrangig um Hörverständnis und Leseverständnis, weniger ums Sprechen. Das ist wahrscheinlich, habe ich jetzt auch so aus dem Vortrag sozusagen irgendwie mitgenommen, wahrscheinlich richtig, ne? Aber da gebe ich auch natürlich jetzt weiter an dich gleich. Ja, das stimmt. Also in den Beispielen, die ich jetzt geteilt habe, das stimmt. Da ist offensichtlich vorrangig, geht es darum, vor allem Hörverständnis und dann teilweise Leseverständnis. Aber weil ich kenne das aus meinem eigenen Unterricht. Ich habe viel mehr Material grundsätzlich für Hocharabisch, also sowieso, weil, glaube ich, auch einfach die Gegebenheiten so sind. Und ich habe immer viel zu wenig für die Dialekte. So, dann muss ich mir die selbst suchen. Und aber wir versuchen schon, zum Beispiel diesen Transkripten, mit denen wir arbeiten, auch den Instagram-Posts, sprachliche Mittel zu entziehen, damit wir unsere eigenen Vokabellisten erstellen, damit ich dann, also ich leite das ja an, die Aussprache und wie baut man einen ganzen Satz mit diesen Wörtern, die wir jetzt kennen. Also wir kommen natürlich zu auch sprachlicher Kompetenz, also zum Sprechen auf jeden Fall. Nur irgendwoher müssen quasi die Mittel kommen. Und weil es meistens so ist, dass man fast keine Lehrbücher, vor allem für Kinder, also Deutsch-Arabisch sozusagen, findet, die schon richtige Dialekt-Vokabellisten und so haben, die ja auch kommen. Da habe ich in der Uni nicht das Problem, das ist vielleicht auch interessant, also wir benutzen da Al-Kitab und zwar die dritte Version, in der immer Vokabellisten auf Hocharabisch und Dialekten schon drin sind. Das ist natürlich ein Vorteil. Deswegen geht es an der Uni auch viel schneller. Aber in der Schule muss ich das immer anpassen, denn meine jüngeren Schüler, von denen kann ich auch nicht erwarten, dass sie mit englisch-arabischen Vokabellisten schon arbeiten können. Also das wäre erwartet, glaube ich. Ja. Es gibt jetzt noch einen Beitrag im oder eigentlich noch mehrere Beiträge im Chat, das muss ich kurz sehen. Genau, ganz am Anfang, das betraf noch einmal, das hatten wir ein bisschen auch schon im Gespräch eigentlich erwähnt, also den Stellenwert sozusagen der Dialekte und ab wann sozusagen, das haben wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Vielleicht ganz generell zu der Frage nach dem, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, sozusagen zu dem Stellenwert. Wie würdest du das sozusagen irgendwie einschätzen, der Stellenwert quasi Dialektvermittlung oder Einführung in die Dialekte und der Stellenwert von sozusagen Hocharabisch. Ja. Hast du da irgendwie eine Formel, kannst du da nicht geben, aber sozusagen deine persönliche Einschätzung oder sozusagen dein Feeling dafür? Ja, also ich würde vielleicht anfangen damit zu sagen, dass ich weiß, dass es ein kontroverses Thema ist und ich weiß, es gibt viele, viele Meinungen dazu. Also das ist mir vollkommen bewusst und ich würde mir auch nie anmaßen, jetzt zu sagen, so soll man das machen, das klappt immer. aber ich weiß, also meine persönliche Erfahrung als Lernende, bei mir war es so, ich habe viele, viele, viele Jahre ausschließlich Hocharabisch gelernt, auch sehr gut, konnte auch wirklich viel schreiben, viel lesen, bin dann nach Jordanien gegangen und war vom ersten Tag an natürlich total überfordert und auch einfach nur ein bisschen deprimiert, dass ich mit dem jordanischen Dialekt nichts anfangen konnte, dass ich dort stand im Supermarkt und geredet habe, wie jemand, der aus einem Lehrbuch vorliest. Und natürlich fanden die Leute das in irgendeiner Art und Weise niedlich, aber das wollte ich ja auch nicht vermitteln. Ich wollte ja nicht niedlich sein, ich wollte eigentlich Kompetenz vermitteln und konnte das in dem Moment nicht. Und das hat mich schon sehr frustriert. Ich hatte dann das Glück, relativ schnell viele intensive Jordanischkurse zu besuchen. Also es hat sich für mich dann relativ schnell geregelt. Aber gerade bei meinen Studierenden, also viele haben den Anspruch, entweder mit Muttersprachlern wirklich zu arbeiten, also professionell auch,
und auch ins Ausland zu gehen. Und das muss mir bewusst sein als Lehrkraft. Also ich muss mir irgendwie Ziele setzen. Wann kann ich sagen, ich habe guten Unterricht geleistet, wenn meine Schüler diese und jene Kompetenzen haben, die ihnen auch was bringen? Also wenn viele meiner Studierenden mir sagen, wir gehen nächstes Jahr für ein Semester nach Jordanien, dann wäre es, also ich persönlich könnte dann nicht einfach den jordanischen Dialekt die ganze Zeit ignorieren im Unterricht und ihnen nicht irgendwie grundlegende Dialektsprachmittel mitgeben, damit sie wenigstens anfangen können, den Dialekt zu sprechen und zu verstehen, wenn sie dann auch dort sind. Das kommt vielleicht auch auf die Situation an, was die Studierenden, die Schüler oder auch die Erwachsenen im Kurs, was sie machen wollen mit dem Arabisch. Das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Ja, aber ich denke, den Stellenwert sollte man nicht unterschätzen, denn Sprache ist auch Sprechen. Und wir wissen alle, dass Araber einfach in Dialekten sprechen. Also das kann man ja auch nicht ignorieren, vor allem wenn es um Alltagskommunikation geht. Ja. Ja, das ist genau. Und dann kommt natürlich auch der weitere Punkt, den haben Sie ja auch oder erwähnt immer jetzt, oder hast du erwähnt, sozusagen ist der Punkt der Überforderung auch der Schüler, dass man da sozusagen natürlich dann einen großen Bereich öffnet, der nochmal sozusagen genau die Schüler überfordern kann. Und da muss man natürlich auch entsprechend die Erwartungen sozusagen so realistisch einschätzen, dass es dann zu keinen Frustrationen kommt, genau, oder im Unterricht schon natürlich, ja. Aber genau, und ich weiß nicht, ob die Frustration jetzt im Unterricht kommt, weil die Schüler merken, okay, ich habe jetzt das gelernt auf Hocharabisch, jetzt musst du dann noch einen Dialekt lernen, oder ob die dann später kommen, weil ja. Jetzt gezwungenermaßen im Alltag in der Anwendung lernen müssen. Das kann man auch, da kann man sich auch drüber streiten. Aber auf der anderen Seite, ich denke, man muss den Schülern auch zugestehen, dass sie viel mehr leisten können, als wir ihnen manchmal zugestehen, und dass jeder Schüler für sich auch was mitnimmt. Also ich glaube, ich sollte das auch gar nicht so übermäßig einschränken, sondern jeder nimmt irgendwas mit. Und das ist ja auch Sinn und Zweck meines Unterrichts. Es wird sowieso, wenn es zur Pause klingelt, hat nicht jeder genau die gleichen Sachen mitgenommen. Das ist nie so. Gerade eben auch mit jüngeren Lernenden. Deswegen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da wirklich auch ein Angebot macht und sagt sozusagen, genau, man kann nicht erwarten, dass alles von allen mitgenommen wird, aber es gibt schon mal einen ersten Eindruck und die Leute sehen auch das, und das passiert wirklich in der wirklichen Sprache und im wirklichen Leben sozusagen. Und das ist ja doch super wichtig. Ich fand auch generell, muss ich sagen, ich gucke jetzt noch mal kurz was wie im Chat. Ja, genau, das war die Frage zu den, ja, 50%, das genau, da haben wir jetzt ein bisschen gesprochen auch, das ist natürlich eine offene Frage, ja. Aber wenn die Zeit es erlaubt, dann würde ich darauf ganz kurz eingehen, weil also das... Gerne. Ja, also im Unikurs ist wirklich so 50% von Anfang an, also sofort im A1-Kurs, und das zieht sich dann bis zu B2 durch. Und bei uns ist es so, die Kurse heißen Lesen und Schreiben und Hören und Sprechen. Und die Studierenden müssen zwangsläufig beide Kurse belegen im gleichen Semester. Also es geht nicht nur einer von beiden. Und das Lehrbuch Al-Kitab ist so ausgerichtet, dass man immer, was weiß ich, wenn man eine Lektion Familie hat, man hat immer Videos auf Hocharabisch und im Dialekt. Man hat immer Vokabellisten auf Hocharabisch und im Dialekt. Man hat immer Grammatik für Hocharabisch und Dialekt. Und man hat auch immer Lesetexte für beides. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann hat man automatisch eigentlich das 50-50, sage ich mal, zeitlich erreicht. Und es kommt drauf an. Also ich habe es schon mal so probiert, dass wir quasi gesagt haben, Montag ist unsere Hocharabischstunde und Mittwoch unsere Dialektstunde, damit die Studierenden mental vorbereitet kommen und das nicht mischen. Das war anfangs gut. Also im A1-Niveau war das sehr gut, weil sie dann irgendwie verstanden haben, gut, alles, was ich heute gelernt habe, tue ich erstmal meine Hocharabischbox und dann verarbeite ich das 2 Tage lang und dann kommt die nächste Info. So. Aber mittlerweile im B1-Kurs mischen wir das ganz viel. Was ich schön finde, weil die Studierenden sich selbst so ausdrücken, wie sie es können. Wenn sie eine Aufgabe bekommen, was weiß ich, ihren Alltag zu beschreiben. Ja, da kommen Hocharabisch-Vokabeln, da kommt Dialekt. Aber es ist sehr schön. Also es ist ein sehr persönlicher Ausdruck und es kommt ihnen nicht so streng strukturiert vor. Und ich glaube, sie begrüßen das, weil die Rückmeldung zeigt, dass sie das begrüßen, weil sie einfach alles aufnehmen wie so ein Schwamm und dann das rausbringen, was sie eben gerade benutzen können. Aber das ist ja irgendwie auch schön zu beobachten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das klingt toll. Ich fand es auch noch, das war noch etwas, was ich noch sagen wollte. Das fand ich auch generell sehr interessant, einfach diese, auch gerade bei den möglichen Medien sozusagen, auch zu gucken, was für Medien funktionieren bei welchen Gruppen besonders gut. Und auch diesen Hinweis von dem Podcast zum Beispiel, dass es tatsächlich so ist, dass manchmal irgendwie der Verzicht auf das Visuelle und die Konzentration auf das Auditive, auf das Hörbare,
in bestimmten Situationen einfach sehr effektiv sein kann. Und auch dann, also jetzt effektiv, aber auch so für bestimmte Schülergruppen oder Schülerinnengruppen sozusagen sehr weiterführend ist, dass man das so selber im Kopf behält. So und so, das funktioniert so gut und das funktioniert sozusagen bei anderen besser. Ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt kam gerade noch, genau, das ist doch was Muttersprachlerinnen tun. Ja. Ja, also Frau Kleinhaus hat recht. Und also das wissen wir ja alle, dass so ist die Realität. Und ich, mein Anspruch, aber also vielleicht sehen andere es auch anders, aber mein Anspruch durch meine eigene Erfahrung als Lernende ist, dass meine Studierenden, meine Schüler immer so nah der Realität dran sind wie möglich mit ihren sprachlichen Mitteln, damit dann der Bruch zwischen, ich habe das gelernt und ich gehe jetzt ins Ausland und ich benutze das so klein wie möglich ist oder irgendwie, naja, so dass man ihn verarbeiten kann. Ja, ja. Ja, das war jetzt schon auch ein tolles Schlusswort von dir. Vielen, vielen lieben Dank, Paula. Das war wirklich sehr interessant und hat mir auch nochmal wieder mal sozusagen den ganzen Horizont oder einen Horizont geöffnet für dieses weite Feld sozusagen. Also einerseits die Dialekte, andererseits sozusagen die mediale Vielfalt, die sozusagen da auch über die man das vermitteln kann. Also super interessant. Ich, im Chat steht es jetzt schon an alle. Das möchte ich auch ganz kurz sozusagen erwähnen. Wir planen unser nächstes Webinar am 18. Februar schon. Und zwar ist es diesmal Spoken Arabic for Foreigners. Es ist eine Presentation bei Professor Moin Halon. Sehr interessant und ich hoffe sozusagen, dass da möglichst viele und viele von Ihnen auch wieder mit dabei sind. Eine sehr spannende Veranstaltung sicher auch. Und es gibt im März am 12.3. gibt es wieder eine Frühlingskonferenz der Qatar Foundation International am 12. März. Die findet am Nachmittag statt zwischen so 14 bis 17 Uhr mit einer ganzen Bandbreite an vielen interessanten Rednern, so Vorträgen rund um das Thema Arabisch, arabische Sprache, arabische Kultur. Frau Rötscher wird auch dabei sein, uns ihre Beiträge liefern. Und es wird sicher eine tolle Sache. Anmelden kann man sich zu beiden Events über unsere Webseiten, über diesen Link direkt, der jetzt gerade im Chat steht, oder auch generell über die Webseite der Expo Lingua, beziehungsweise wir werden Sie auch alle nochmal per E-Mail informieren. Ja, jetzt habe ich viel gesagt. Ich wollte noch einmal ein Dankeschön sowohl an dich, Paula, an die Qatar Foundation International, die das auch alles möglich macht, unsere Veranstaltungsreihe. Hier nochmal im Chat genau die Umfrage. Auch super, wenn da möglichst viele teilnehmen, weil das für uns immer wichtig ist, sozusagen, was wir verbessern können und sozusagen, wie das Ganze bei Ihnen ankommt. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr, als Ihnen noch einen schönen Freitag zu wünschen, ein schönes Wochenende. Ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.